Ich werde oft gefragt, was zeichnet eine gute Bibliothekarin aus? Literaturexpertise, Informationskompetenz, Kundenfreundlichkeit. Alles falsch. Junge Menschen, die davon träumen, Bibliothekarin zu werden, kommen mit immer neuen Theorien, welche Fähigkeiten für diesen Beruf essentiell sind. Aber die Hauptregel ist simpel. Verunsichere den Kunden. Vergiss das Klischee, dass es für eine Bibliothekarin darum geht, sich mit Büchern auszukennen. Das ist falsch. In allererster Linie kommt es darauf an, dass du dem Kunden das Gefühl gibst, dass du diejenige bist, die die Welt rettet. Ich zeige dir neue Wege, wie du den Kunden in seine Schranken weist und ihm möglichst effektiv klar machst, dass er ohne dich komplett aufgeschmissen ist. In diesem Kurs geht es um Insiderwissen. Nehmen wir nur den Klassiker. Das korrekte Psten. Manch einer glaubt, ein einfaches Psst reicht. Weit gefehlt. Psst, 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 psst. Nur in Kombination mit einem vorwurfsvollen Blick und energischem Kopfschütteln weiß der Kunde, dass er Scheiße gebaut hat. Muss ich alle Bücher in meiner Bibliothek kennen? Nein, tu einfach so, als ob. Oder schau im Internet nach und tu dann so, als wärst du selbst drauf gekommen. Viel wichtiger ist es, dass du über jedes Buch ununterbrochen 20 Minuten sprechen kannst. Und die Königsdisziplin? Empfiehl doch einfach mal ein schlechtes Buch. Alles, was für uns als Spezies wichtig ist, hat sich in Ordnung manifestiert. Und es ist eine Frechheit, wenn Kunden einfach selbst die Bücher falsch zurückstellen. Niemand von außen hat das Recht, die perfekte Systematik, die überlegene Ordnung der Bibliothek zu zerstören. Wir müssen sie verteidigen. Wie kann ich die beste Bibliothekarin aller Zeiten werden? In diesem Kurs. Hör auf zu zweifeln. Erfülle dir deinen Traum. Jetzt. Irgendwo da draußen wartet ein Bibliothekskunde darauf, dass du ihm auf den Geist gehst. Ich bin Sabine Fetzer und das ist mein Meisterkurs.